Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Night of the Dead. Wave started, Nacht Nummer 17. Wir hatten in der letzten Folge hier diese Ölpumpe aufgestellt. Da wollen wir mal gucken, was die gebracht hat. Ganze zwei Öl. Vielen Dank, die nehmen wir direkt. Und zum Nachladen brauchen wir drei Baumstämme und vier Maintenance Kits. Vielen Dank auch. Machen wir nicht. Also jetzt gerade nicht. Ich guck mal später, wie weit sich das eventuell lohnen mag. Gut. Ansonsten haben wir hier nichts weiter verändert. So ziemlich genau ja nichts. Ich werde mich wie gehabt einfach mal vorne hinstellen und werde mal gucken, was so auf uns zukommt. Weil da hinten hält man es ja nicht aus. Diese Raffineriedinger sind ja so mega laut. Das ist übel. So, da kommen sie wieder mal, die Großen. Wir schmeißen mal ein paar Mollys vor. Dieses Mal ist viel. Nur zwei, drei Metzger sind auch dabei. Au. Au, 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 au. Was ist da los? Ich verstehe das nicht. Was ist da gerade passiert? Also ich meine, gut, jetzt war ich außerhalb der Reichweite des Fleischsacks, das ist schon klar. Aber warum genau bin ich jetzt da oben gestorben? Ich meine, die explodieren jetzt da unten alle wie die Bekloppten, ist alles logisch. Kann ich alles nachvollziehen? Boah, es ist so am Lecken. Ich glaube, das Spiel hat sich einfach an meine Rechnerkapazität jetzt gebracht. Jesus. Warum drehen die nicht ab? Jetzt. Boah, da drin ist alles am Explodieren. Okay, nochmal versuchen, meine Tasche zu holen irgendwie. Das geht in die Buchse. Das geht in die Buchse. Keine Mollys. So schön abdrehen, Jungs.
Boah, Gott sei Dank, was da noch kommt, Leute. Guckt es euch an. Es ist abnormal. Er hat natürlich auch keinen Plan, was die Fallen so veranstalten. Den Fleischsack gibt es auf jeden Fall noch. Und es kommen immer mehr, es kommen immer mehr. Ich kann nichts machen ohne meinen Rucksack. Und ich komme nicht an ihn ran. Weil die hören einfach nicht auf nachzuspawnen. Okay, also eine Sache, die ich jetzt gerade so mitgekriegt habe, was ich auf jeden Fall in Reserve einbauen muss, noch sind Äste, falls ich sterbe, dass ich irgendwie eine Chance habe, da irgendwas zu machen. So, das könnte eventuell die Chance sein, auf die ich gewartet habe. Aber das sind zu viele, die kriegen mich wieder ein, dann sterbe ich wieder, das ist alles Käse. Aber es wird auf jeden Fall weniger, was danach kommt. Ne, der Fleischsack steht noch. Jungs, lasst mich in Ruhe. Take all. So. Jetzt sind wir im Rennen. Einmal nachladen. Zweimal nachladen. Dreimal nachladen. Das haben wir schon mal. So, und dann gehen wir mal fix hier durch. Und laden hier auch noch mal ein bisschen was nach. Aua, was wollen die denn jetzt von mir auf einmal, die Jungs? Nee, Fleischsack steht tatsächlich noch. Ich gehe mal durch die Tür hinten und dann in die Base rein. Mal gucken, was da so los ist. Okay, hier ist die Treppe weg, das ist schon mal nicht cool. Aber es sieht hier im Moment noch ganz gut aus. Auch nichts da oben am Fleischsack zu sehen. Der Flammenwerfer, der brutzelt hier auf jeden Fall. Ach, das war so klar, dass das passiert. So, Falltür haben wir nachgeladen, für alle Fälle schon mal. Ach, weil ich brenne, ne? Hat geklappt, hat geklappt. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Hier können wir auch noch ein bisschen was reinladen. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns so langsam mal einen Überblick verschaffen, was hier eigentlich los ist. Hier liegt auch ganz viel Zeug rum. Ich glaube, wir haben es überstanden. Ich höre nichts mehr. Ich bin gestorben. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Und ich bin mir ehrlich gesagt tatsächlich nicht sicher, ob es nicht... Ja, ich weiß es nicht. Ich konnte nichts mehr machen. Also ich glaube, das war einfach Überlastung meines PCs. Einen Moment stand ich noch oben auf der Mauer, im nächsten Moment war ich unten und die Zombies haben mich eingekreist. Naja. Mal gucken. Irgendein Schaden bis auf die Treppe da vorne. Ja gut, die ist halt explodiert, ne? So viele Lootbeutel. Da sehe ich was, was kaputt ist. Hier sind Dinge kaputt, definitiv. Finden wir raus, was es ist. Die Fackel, glaube ich, tatsächlich. Und das war's. Na gut, solange nur Fackeln kaputt gehen, da kann ich tatsächlich mit leben. Ansonsten, Hi to Belly, sage ich nur, was da jetzt gerade los war. Also das war jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke stärker als letztes Mal. Also scheint Welle 17 wieder irgendwie eine von diesen besonderen zu sein, die es ja zwischendurch mal gibt. Das System da habe ich tatsächlich noch nicht verstanden. Wenn da irgendeiner weiß, wie das funktioniert, nehme ich sehr, sehr gerne den Hinweis, was da für eine Mechanik hintersteckt, wann welche Wellen wie ausfallen. Ja, und ansonsten... haben wir es hinter uns gebracht. Die Dinger werden tatsächlich immer länger, die Wellen. Das ist echt übel. Aber es wird dadurch auch immer spannender. Dass ich jetzt sterbe, hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber wieder nur ein Zeichen dafür. Ich werde, glaube ich, in der nächsten Folge mal wieder eine kleine Baufolge einlegen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu einer Baufolge wieder. Und ich glaube, wir reißen hier alles ab.
und werden den Eingangsbereich noch ein bisschen anpassen. Tschüss, bis morgen.